Hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer Senior Gamer mit einem weiteren Abenteuer hier in Medieval Dynasty. Ihr könnt den Kanal gern kostenlos abonnieren, das Glöckchen aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und ein Like würde mir sehr helfen im YouTube-Algorithmus. Wir wollten ja heute eigentlich die Quests hier bei uns im Dorf machen. Und da ist der Ansgar, der will wieder auf die Yacht gehen, denke ich mir. Kann ich dir bei etwas helfen? Na, langweilig, nimmst du mit? Ja, in Ordnung, alles klar. Frage, was will er denn? Was müssen wir? 5 Hirsche oder Wildschweine, alles klar. Wir gehen aber erstmal was trinken, mein Freund. Ich muss erstmal was trinken. Da folgst du mir, halt. Und dann gehen wir Wildschweine jagen. Gut. Was ist das? Keine Ahnung. Komm, Ansgar, wir gehen jetzt. Bogen in der Hand. Wir gehen runter, wo die Wildschweine sind. Da durch. So, gehen wir mal hier unten. Hier sind ja keine Banditen. Also, als ich das letzte Mal geguckt habe, waren keine hier. Hier unten können höchstens welche sein. Da müssen wir aufpassen. Da ist aber nichts. Gucken wir mal, wo die Wildschweine sind. Da ist doch schon der erste Keiler. Weg ist er. So, noch ein Hirsch und dann ist die Sache erledigt. So, Ansgar. Wir haben die Sache gleich erledigt hier. Hier drüben haben wir noch einen Hirsch. Jetzt machen wir aber wirklich einen richtigen Hirsch weg. Weg ist er. Ja. Mal sehen, was wir von dem kriegen, ob wir ein Hirschgeweih kriegen.
Essen, Fell, Leder, Fleisch. Hirschgeweih haben wir nicht gekriegt. Alles klar, Ansgar. Kein Problem, mein Sohn. Das sollten wir öfters machen. Ich sehe zu, dass du hinkommst. So, alles klar. Hier unten sind irgendwo keine Banditen. Hoffe ich mal nett, dass hier unten Banditen sind. Nö. Gut, wir gehen jetzt auch nach draußen. In Dings haben wir, was haben wir da schon was zum Verkaufen dabei? Nee, da holen wir uns jetzt was zum Verkaufen und laufen mal nach Costovia. Da haben wir ja auch ein Quest. Also, aber da können wir ja mal gucken, ob wir das junge Mädel finden. Oder die junge Frau zwischen 25 und 30. So, wir werden mal was zum Verkaufen mitnehmen. Und zwar einfache Säckchen. F. Bestätigen. So, dann wo kommt denn der Apfel her? Na gut. Dann nehmen wir noch mit. Bestätigen. 4 Filzwürste nehmen wir mit. Dann nehmen wir mit 5 Pelzschuhe. So, jetzt schaffen wir das Fleisch ins Lebensmittellager und dann flitzen wir nach Gostovia. Jetzt festgepackt. Ach nee, am Baum hängen geblieben, alles klar. Apfel raus. F-E-F. So, die Holzschalen kommen auch raus. F, E, F, alles klar. Das Leder raus. So, und jetzt geht's mal nach Gostovia. Die anderen Quests, naja, müssen wir mal sehen. Ich glaube, mit Quests können wir uns auch langsam mal ein bisschen zurückhalten. Wir brauchen jetzt momentan noch eine einzige Frau.
Wir haben noch ein Fladenbrot einstecken. Das füllen wir weg. So, alles klar. So, meine Freunde, wir sehen uns gleich in Gostovia wieder. Den Weg kennen wir doch alle zusammen. Alles klar, bis gleich in Gostovia. Als erstes schauen wir hier mal, wer hier am Feuer sitzt. Da sitzt bloß eine. Rudolfina, die ist 24. Die können wir eigentlich nehmen. Das sind dann 6 Jahre auseinander. Die nehmen wir mit. Noch länger wird man nicht. Oder wir schauen mal. Mach's gut. Was überhaupt kann, das Mädel. Die ist, naja. Crafting, Landwirtschaft, Diplomatie. Alles klar. Komm, Rudolfina, wir nehmen dich mit. Bin gerade dabei. Neue Siedlung. Großartig, sehen wir uns dort. So, gut. Jetzt haben wir unser letztes Haus auch wieder voll. Und da schauen wir mal, wer ist denn jetzt noch hier drüben? Da ist gar keiner mehr für uns, oder? Ne, das ist die Kinga. Und ist die alt. Der Odon ist die Olga, die ist auch nichts für uns. Das ist der Sibor, ist auch nichts für uns, alles klar. Und jetzt stecken wir unser Mädel erstmal in das Haus rein. Hier rein kommt zum F, zum Airbot. Airbot. Alles klar. Lernen Flott zuweisen, F. Und die Rudolfina, die muss ja weiter unten stehen. Da ist er doch. F. Jawohl, jetzt hast du erstmal eine Unterkunft. Und Arbeiter habe ich. Dich stecke ich dann gleich mal in die Farben. Ja. Halt N. Hier rein. Weiter machen wir zu. Landwirtschaft. So, wir haben hier Unterscheidung. Na, was ist denn jetzt? Was machst du denn da, Daniel? Scheune, F. Drück mal den falschen, nicht immer den falschen Knopf. Leeren Slot zuweisen. Das Mädel geht aber, Rudolfina geht aufs Feld. Rudolfina, hier ist er, ja, aufs Feld. F, ein Landwirt. Perfekt, gut. Jetzt haben wir die auch untergebracht. Hallo Rosalinda. Oh, du bist da alt geworden, ne Mädel? 55. Zeig mir deine Wahl. Ach ja, ja, ist doch gut. F-E-F. 4 Filzwesten habe ich für dich. Dann die 3 Holzstämme, die ich jetzt habe ich unterwegs gefunden. Und eine Metflasche. Met habe ich unterwegs auch gefunden. Kosten die Pelzschuhe. Kannst du auch noch ein paar kriegen. Ein paar Pelzschuhe, das hat sie noch 32. Na dann, oh ja, die 4x Weizen, alles klar. Mach's gut, meine Liebe. Ja, 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 take care. Ja, Ulrich, der Oda und der Strogoborn. Na gut. Dann suchen wir jetzt natürlich noch den Edwin auf, hier unter. Irmina, die haut immer los hier. Hallo Edwin, zeig mir deine Ware. Du bist auch alt geworden, mein Freund. Die werden alle alt. So, was habe ich denn für dich? Noch ein paar Pelzschuhe, 5 Paar. F, E, F. Und dann habe ich noch
Pelzstiefel rein. Und die, oh, eine Steinaxt, muss sehen. Ich glaube, wir hatten oben, hatten wir doch schon mal geguckt, noch ein Quest, ganz wie Papa. Ich muss sagen, ich habe jetzt die nächste Aufnahme gemacht. Mir ist das Spiel zwischendurch abgekackt. Und da habe ich die Aufnahme neu gestartet. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt schon in den, in die Quests alle reingeguckt habe. Aber bei uns im Dorf ist einer ganz wie Papa. Deswegen behalten wir mal diese Axt. Genau. Leb wohl. So, jetzt gucken wir noch zum Dings. So wie mir. Let me show you my wares. Farewell. So, jetzt gucken wir noch zur Adelina. Zeig mir deine Ware. Ja, ja, F-E-F, alles klar. Mach, oh, yay, yay. Farewell. So, auf und nach heute. Was haben wir denn noch einstecken? Wir haben noch 17 Säckchen und dann haben wir noch 7 Pelzstiefel. Ne? Da gucken wir doch nochmal über zum Fallibor. Oder zum Falli mir. Mir oder Bohr vergesse ich immer wieder. Ja, so gucken wir mal hier hoch. Und das war unsere Waren. Wo ist er denn? Zumindest alle loswerden. Dann noch der Hemm. Sieht so aus. Na, Lipo, was machst denn du hier? Zeig mir deine Waren. Let me show you my wares. Ja, ja, ich habe noch ein paar Section für dich, F, E, F. Die alle 17 hat er gekauft und jetzt habe ich noch Pelzstiefel für dich. Da hat er gekauft. Oh, ich habe bloß noch ein paar Pelzstiefel. Leb wohl. Farewell. Das die kriegt der Inga. Hau mir nicht die Tür vor den Busch. Inga, zeig mir deine Ware. Ich habe noch ein paar Pelzstiefel für dich. I've got it. Ja, ja, ja. So, alles klar. Das ist die Pelzstiefel hier. F. Und dann kaufe ich dir die Eisenarmbrust. F. Gut. Und dann verkaufe ich dir noch ein paar Eisenpfeile. Die muss ich auch behalten, falls ich doch noch unterwegs was brauche. Mach's gut. So, gut, jetzt schauen wir mal dahinter, ob da hinten noch mal was gefeiert wurde. Ob da auch noch was ist. Werden wir gleich sehen. Na, hier liegen wir die Bierflaschen, die nehmen wir natürlich mit. Und eine Hose. Weizenbier, noch ein Weizenbier und noch ein Weizenbier. Alles klar. Die nehmen wir jetzt mit nach Hause. So, ich haben wir eigentlich, sag ich mal, unser heutiges Ziel erreicht. Wir laufen aber nochmal auf der rechten Seite des Flusses nach hinten.
Oder haben wir noch auch den Quest, wollten wir doch noch in Gostovia abfragen. Mal sehen, vielleicht können wir den sogar noch erfüllen. Haben wir ganz vergessen. Den Weg kommt erstmal wieder raus machen hier. Der macht mich wieder irre. So, gut, mal schauen wir mal, wer hier ein Quest für uns hat. Da schauen wir noch mal nach. Wolfram, mal guck mal an. Morgen auch um 11:05. How is life treating you? Kann ich dir bei etwas helfen? Ich kenne den Bauhammer. Du brauchst wieder. Nein, ich habe leider keinen bei mir. Jetzt renne ich wegen Kupferhammer noch mal hierher. Nee, machen wir nicht. Gut. Alles klar, wir laufen jetzt nach Hause. Und wir sehen uns dann in unserem Dorf wieder. Alles klar, meine Freunde. Bis gleich. In unserem Dorf. Ich denke, wir in der Insel nochmal einen Besuch abstatten. Und den uns gleich ein bisschen waschen. Denn wir sind wieder verschmutzt. Ja. Kann man überhaupt aus dem Wasser rausschießen? Nein, im tiefen Wasser kannst du nicht schießen. Hier aus kann ich schießen. So. Hey, jetzt haben wir einen Falken. Einen Seeadler haben wir jetzt abgeschossen. Nur gut, dass er damals noch nicht unter Naturschutz stand. Und hier hinten ist da irgendwas? Nein, da ist keine. Nix. Alles klar. Dann gehen wir halt wieder durchs Wasser. Ist die jetzt, haben wir den jetzt abgeschossen, den Erbel, oder ist der jetzt weg? Nee, da liegt ja unten. Alles klar. Ja, dass wir die da unten halten müssen, ist irgendwie komisch. Quatsch. Naja, gut. Jetzt ja nix. Und dass es hier nur Erpel gibt. Hier gibt es keine. Oh, ich nehme alles zurück. Hier ist ein Ente. Das war eine richtige Ente. Das war ein weibliche Ente. Nicht. Oh, das ist wieder ein Erpel. Ach, Wasser kann ich wieder nicht schießen. Gut. Jetzt müssen wir hier nochmal Obacht geben. Laufen wir mal hier hinter. Ne, hier ist auch nichts. Ich bin höchstens Wölfe auf Straße. Davon sind ja keine Banditen, die haben wir ja weggemacht. Alles klar, und jetzt laufen wir nach Hause. Und das sind das Falken oder sind das Seeadler? Also wie Adler sehen sie nicht aus. Mein Pfeil. Gib's mir ein Pfeil her. Ist doch ein Seeadler, alles klar. So, jetzt müssen wir uns doch wieder einen Wegpunkt setzen, dass wir uns hier verlaufen. Dann laufen müssen wir.
Da unten sind die Wölfe. Müssen wir den Wölfen noch anlegen? Müssen wir das machen? Nee, wir gehen ja lieber auf den Weg. Da habe ich jetzt keinen Bock dazu. So, wir gehen jetzt mal nach Hause. Hier an dem Wagen liegt nichts. Unter Teppichen können wir da überhaupt Fuchsfelle auch hinlegen. Da habe ich eigentlich nichts gelesen von Fuchsfell. Müssen wir mal noch mal gucken in unser Schematas. Oder mit dem Hammer auf dem Fußboden mal nachgucken, ob wir da Fuchsfelle. Da habe ich nichts gelesen. Die haben schon Feierabend, das Mühlrad dreht sich nicht mehr. Der Donnerstag. Es ist ja inzwischen schon wieder 7:30, Leute. Warum läuft die jetzt hier außen rum und nicht? Verstehe ich nicht so richtig. Nee, das verstehe ich nicht so richtig. Ja, wir sind wieder zu Hause. Hat ja noch jemand einen Quest? Wer spricht nicht mehr mit mir, oder? Na ja, ist klar. Das war der mit ganz viel Papa. Dann müsste man ja noch einen Quest irgendwo haben. Hier oben. Gustava. Nochmal. How is life treating you? Ja, kann ich dir bald was helfen? Sorgen hilflich sein. Worum geht es? Versprochen, wo Hosen, Material ausgegangen. Ich werde dich nämlich entlohnen. Was willst du haben? Leder und Wolle. Das ist kein Problem. Alles klar. Alles klar. Also. Leder und Wolle, das machen wir morgen. Und die Göre machen wir morgen auch. Jetzt gehen wir nach Hause. Ja, wir sind ihn alle noch hin. Sind wir alle noch unterwegs. Ja, hier machen wir das Fenster zu. Hier machen wir ein bisschen Feuer. Und jetzt warten wir auf unsere Familie, oder? Ja. Alles klar, meine Freunde. Wir sehen uns dann zum nächsten Abenteuer wieder. Da machen wir die zwei Quests, die hier im Dorf sind. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch im Dorf machen können. Und ja. Das wäre es dann für den nächsten Tag, was wir noch machen. Vielleicht fällen wir noch ein paar Bäume, dass wir noch irgendwo was für eine weitere Scheune anlegen oder noch für weitere Felder. Mal sehen. Werden wir sehen. Die Arbeiten, die wir jetzt verrichten können, die werden eigentlich ja immer weniger. Deswegen werden wir sehen. Das werden wir spontan entscheiden, was wir am nächsten Tag machen. Alles klar, meine Freunde. Ich sage dann mal, tschüss, bis zur nächsten Folge.